einmaliges Angebot, da müssen wir ganz einfach zugreifen. Ja, da ging es ja nicht einzumitten, aber so weit bis nach Kanada. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir mit dem Ausland Geschäfte machen. Ja, ich möchte ja, dass du dabei bist. Ich möchte es nicht allein entscheiden. Ja, was glaubst du, was die Oma mir erzählt? Ja. Das gibt einen Aufstand unermesslich, das sage ich dir gleich. Mei, da wartest du halt eine gute Stunde ab bei der Mama. Die Mama hat keine guten Stunden mehr. Und wenn sie dann nicht hat, dann kannst du mit der warten. Ja, da kannst du recht haben. Ja. Aber Vater, wir müssen uns da schnell entscheiden. Ja, weil ich muss da schneller sein wie die Konkurrenz, verstehst du? Ja, das ist aber alles so blöd, jetzt wo der Einspruch läuft wegen der Tankstelle, die wo sie uns vor die Nase hinbauen wollen, da muss ich doch da sein. Ach, wir waren sowas so schnell geht auch bei den Behörden. Ja. Na, du schaust jetzt, dass du mit der Mama klarkommst und. Jesus, ich muss ja meiner Frau, der Christa, auch noch beibringen. Natürlich. Grüß euch. Ja. Ja, sag mal, was schaust denn du aus? Was ist denn passiert, Markus? Ja. Ich brauche halt unbedingt die Hilfe. Aha. Du schaust ja sauber aus. Ja, mir ist beim Wenden der Traktor in den Gromlein gekippt. Jetzt läuft das ganze Öl aus. Mein Vater erzählt mir was. Thomas! Thomas! Ja, der streicht wieder bei der Katja im Lohn rum. Thomas! Ja. Man kann direkt morgen mal am Kasernenhof, was schreist denn so? Ja. Was ist? Weil Thomas, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Mir ist beim Wenden der Traktor in den Gromner gekippt. Um Gottes Willen, du, wenn er Öl ausläuft, das kommt gefährlich. Ja, komm, gehen wir gleich. Tuscher Herr, da komm ich ja scheinbar gerade recht. Sag einmal, ist das der Traktor, der da hinten im Grom liegt? Ja, wir ziehen ja schon raus. Ja, wird er gut sein. Und dann kannst du gleich das Wasserwirtschaft anrufen, wegen dem Öl, was ausläuft. Mein lieber Freund, das kann teuer werden. Ja, dann schickst du mir halt die Rechnung. Jetzt halt uns nicht mehr auf. Jetzt geh weiter, komm. Ja. Was willst denn du da? Stör uns nicht bei einer privaten Unterredung, ne? Ah, halt, du kannst gleich den nicht unterschriebenen Vertrag fürs Baureferat vom Landratsamt mitnehmen, gell? Bitte? Ja. Und deinen obergescheiten Lehrer kannst ausrichten, er soll sich vorher die einschlägigen Gesetze genau durchlesen, bevor er so einen Einspruch loslässt. Sein Brief hat nämlich im Landratsamt für Heiterkeitserfolge gesorgt. Mhm. Du Bürgermeister, eine Frage. Ja. Der Grund, auf dem die Tankstelle gebaut werden soll, der gehört doch ein Etterer, oder? Hat dem gehört. Seit 6 Wochen gehört er mir. Ja, du ausgekochte Schlawiner, hast denn du deine Finger überall drin? Ja, logisch. Ach, wegen was ich eigentlich da bin. Bevor du da dein Budi runterstreichen lässt, setz dich zuerst mit mir in Verbindung, gell? Nicht, dass du glaubst, du kannst da jede x-beliebige Farbe schmieren. Das wollte ich dir bloß sagen. Ja. Servus, benannt. Ja. Du, den drei noch mal einen Kram, dass er sich von hinten anschauen kann. Ja, beruhig dich, Vater. Es wird nicht so heiß gießen, wie es gekocht wird. Ich weiß nicht. Mir geht alles so im Kopf rum. Stell dir mal vor, zuerst das Theater mit der Tankstelle, dann dein Brief, verkabelt soll man werden. Am Maler muss ich bestellen, Farbe ist auch noch nicht rausgesucht. Ich trau noch mal durch. Jetzt nur eins, Vater. Übergeben. Genügt mir diese Antwort? Nein, die genügt mir nicht. Herr Schafvater, muss ich das jetzt notfalls mal sagen? Lass mal meine Ruhe, ich komm du nicht in Frage, wenn ich sage. Du siehst doch, was war das denn schon wieder so wichtig, hä? Glaubst du das, Christa? Jetzt sind wir schon eine halbe die Ewigkeit verheiratet miteinander. Aber dieser Mensch schafft es immer wieder, dass er mich aus der Fassung bringt. Ich brauch dringend eine Tasse Kaffee. Ja. In dem Büro wärst du ganz deppert. Sag mal, hast du eine Ahnung, was die zwei wie duscheln miteinander, hä? Ich komm, geh weiter, sitz dich her. Ja, hast auch recht, so viel Zeit muss sein. Ja, das mein ich auch. Du dauernd steckst mit den Köpfen beieinander. Und der Stefan hat doch diesen Luftpostbrief gehabt. Ja. Den zeigt er mir nicht. Ja, aber wir kennen doch gar niemanden im Ausland. Ja, aber irgendwas stimmt nicht, das sag ich dir. Und überhaupt stinkt er mir jetzt schon schön langsam. Der meinige wäre so ein alter Biffi, dass gar nicht mehr hergeht. Und das hat er nicht bei mir gelernt. Aber das Sprichwort stimmt schon. Je älter, desto dümmer. Der ist nicht alt. In seinem Herzen ist er noch ganz schön jung, du. Aber bloß noch im Herzen. Naja. Alt werden wir alle, Mama. Du Dankeschön für den Kaffee. Ich muss wieder rauf. Ja. Vierte. Es hilft ja nichts. Vierte. Aha. Ist doch schön, wenn man sich so gut versteht, ne? Ja, wer schaust denn du aus? Gell? Bist ja von oben bis unten voll dreht. Gell, da sieht man wenigstens, dass ich arbeite. Ne? Bist du unter dem Omnibus durchgerutscht? Nein, unter meine Haarlei. Und jetzt geht's dann los. Brumm, brumm, brumm. Jetzt bist du aber schon übergeschnappt, gell? Gewicht und vorne wie ein Haufen. Ach, hör auf! Ich bin schon gekommen.
Sag mal, Peter, was in Gottes Namen ist dir denn da wieder eingefallen? Was willst du eigentlich? Mischt euch nicht, nein. Ich habe jetzt meine Halle in Schwung gebracht. Dann bringe ich mich in Schwung und dann geht's hinaus ins Grüne. Brrr. Nein, nehme ich an. Diese schwere Maschine da draußen. Jetzt wollen Sie starten, wir fangen ja gleich raffen um. Und deine Frage zu beantworten, liebe Gattin, wahrscheinlich werde ich hier und da jemand auf dem Sozius sitzen haben. Ah, Sozius. Bin ich da richtig, wenn ich mir denke, dass du dabei nicht unbedingt an mich denkst? Aber wer will einen deinem Alter auf dem Motorrad? Hör auf, was will doch die Leute lachen, wenn ich die hinten aufwuchten muss. Schaut's nicht blöd aus, es wäre wieder so ein alter Tipp, nur so eine schwere Maschine rumgekurft. Wärst du überhaupt nicht bescheiden, ha? Nein, ich glaub so wie ich bin, da fühle ich mich sauwohl. Ja, reg dich doch nicht auf. Der erste Polizist wohnt sich, der zieht uns von seinem Motorrad wieder runter. Ja, hoffentlich. Jetzt haben wir einen alten Dackel wie du, der gehört in den Lehnstuhl und nicht mehr in den Straßenverkehr. Diese Beleidigung nimmst du sofort zurück. Das machen wir doch gar nicht ein. Und du gehst jetzt nach in den Speicher und holst das Katzenfell runter, das seit 15 Jahren zum Lüften drum hängt. Ja? Zu diesem Wahnsinn leiste ich keinerlei Hilfestellung. Also, Chef, ich hol dir sofort das Katzenfutter runter. Katzenfell, du Rippi, das ist so was Blödes. Dann hallo noch was. Dann nimmst du mit Motorrad Luft, nimmst du mit, aber Dalli, Dalli, ja, ich bin ja schon nicht Dalli, Dalli. Das haben wir vor 15 Jahren schon ausgeschmissen. Glaubst du, dass ich gut mehr? Ach, ich weiß gar nicht, was alles. Ja, aber ich muss. Ja. Dahinter gehört ihm versäumt, ja, dass er acht Tage nicht mehr sitzen kann. Du, da keinen Zwang, liebe Schwester. Hey, ich hab mir bis in den hintersten Winkel unser stattlichen Anwesen schreien. Was ist denn kaputt bei euch? Schau nur dein Großvater. Motorradl fahren will er noch in seinem Alter. Jawohl, ich bin mein Motorradfreck. Leute, bist du. Ja, ich bin ja gleich auf der Steinsack. Unser Opa als Niki Lauda auf dem Mofa. Der absolute Wahnsinn. Warum schnürst du mir jetzt einen? Das war der Fahrtwind. Schwerer geht's nicht mehr, oder? Aber mit mir kann man's ja machen. Halle, Postkarten einschreiben, Nachname, Prüfbeutelbude ist da. Keiner da. Da könnte jetzt theoretisch jeder reinlatschen und sich bedienen, gell? Ich meine, es gibt da so unverschämte Leute, die sich da ohne Hemmungen in Ranzen vorhängen. Schmeckt ein bisschen fad. Sehr fad. Schmeckt alles nach 0815, gell? Der Herr Feichtelmoser, was kauen denn Sie da, ha? Ja, was kauen Sie da? Eine Wurst kaufe ich. Eine Wurst? Ja. In einem Metzgerladen? Ja. Das ist ja sehr verdächtig. Was ist es da verdächtig, wenn man in einem Metzgerladen eine Wurst kauft? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eis kauen, ich meine, lutschen tät, das wäre verdächtig. Ein Eis? Hm. Lutschen? Ja. Im Metzgerladen? Ja. So was haben wir mir gar nicht. Eben. Außerdem hat mir mein Mütterlein ein Wurstzimmel mitgegeben mit einer Wurst drauf und die habe ich zu Ende gekaut. Das Mütterlein? Ja. Wie alt ist denn die? Die ist schon gestorben. Also wissen Sie was, Herr Feitelmoser? Ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Gut, dann lege ich ihn nie mehr an. Der Tag habe ich für einen Big Boss, das ist vielleicht schwer. Also sowas Schweres kauft man normalerweise im Laden und tragt selber heim. Ja, mhm. Lassen Sie mal schauen. Ui, das ist ja gell? Wirklich schwer. Ja. Wie 10 Pfund Briketts, gell? Wo ist denn auch eine Leberwurst-Lady, hä? Nicht da. Also ein Kleid kann das nicht sein, weil ein Kleid ist ja nicht so schwer. Ja, eben, gell? Außerdem, früher zum Beispiel, wie bei den alten Rittersleuten, wenn es da schon Versandhäuser gegeben hätte und es hätte sich so ein alter Rittersmann so ein Kettenhemd bestellt, das wäre genauso schwer gewesen. Jetzt stell ich mir gerade vor, der Opa in einem Kettenhemd. Wenn ich zum Beispiel die Post mit so einer Ritterrüstung austrunke. Wenn es ringen dann, na dann es unterm G einrasten. Bei jedem Schritt dann so ein Quietsch, Quietsch, Quietsch. Und wenn es mit dem Kopf so wackelt, dann tanzt es mit Jalousien noch mal. Früher bei den alten Rittern, wie da so ein
ganz lustiges Bike habe ich gebracht. Ein ganz schweres Bike habe ich gebracht. Aber nicht so schwer, bestimmt unter der Trinkgeldgrenze, gell? Ja, Sie sind ja da. Wer denn? Mein Video. Ein Video? Ja. So was brauchst du ein Video, he? Was? Trinkgeld leid's ihm nicht, aber ein Video muss man haben. Was bloß, jetzt kannst du warten, bis er wieder kommt zu dir. Du meinst, ich bin auf einen Briefträger angewiesen, ha? Das bist du schon. Du hast gemeint, weil du der Stanglwert bist, kommt zu dir der Postminister persönlich. Übrigens, waschen darf auch nicht schaden. Und du hältst deine Goschen. Das ist ein Weihnachtsgeschenk für meine liebe Gattin. Das ist ja wirklich schwer. Ja, halt dich. Als wenn ich schon irgendwann, irgendjemand, irgendwas gesagt hätte. Grüß dich, Gerdi. Also, da kommst du ja endlich. Glaubst du, ich würde nichts anderes tun, als würde mich den ganzen Tag für dich in den Laden reinstellen, oder? Nee. Also pass auf. Erstens sollst du gleich ein Suppenfleisch herrichten für die Chefin. Zweitens ist im Hause heute Sturm angesagt. Und drittens ist der Alt ein Motorradfreak. Und viertens gibt's halt noch einen Ärger. Also bei den Stangl ist doch jeden Tag was anders los. Das gibt's ja nicht. So. Ja, um Gottes Willen. Ja, wer hat denn in der Theken gewütet? Naja, wer wohl? Wahrscheinlich wieder unsere Gerdi. Hallo, Fräulein Katja. Bei Erschreckensbudget nicht. Ja, um Gottes Willen. Was ist denn Erna passiert? Ja, also, ich habe jetzt so einen Haufen Arbeit gehabt, ich brauche unbedingt zur Stärkung eine Wurstzimmer. Geben Sie mir bitte eine. Oder zwei. Das muss eine kräftezehrende Tätigkeit gewesen ja, sein. Ja, das können Sie laut sagen. Mir ist beim Wenden der Traktor in den Grom reingekippt. Und jetzt ist das ganze Öl ausgelaufen. Auwe, auwe. Das kann Ärger geben, ha? Die Wurstzimmer ist aber gut. Ich habe nur im ganzen Leben noch keine so gute Wurstzimmer gegessen. Geh, jetzt machen Sie doch keine Witze nicht. Sagen Sie mal, Markus, haben Sie sonst auch immer im Laden Brotzeug gemacht? Nein, da stumm drin. Warum? Meinen Sie nicht, es wäre besser, Sie würden es auch weiterhin so halten? Warum? Wollen Sie mich nicht mehr sehen? Den Markus, um das geht's doch gar nicht. Aber Sie sind mit der Silvi so gut wie verlobt. Ja, ja. Ich weiß ja, dass Sie recht haben. Na, Katja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Es zirkt mich einfach da rein. Wenn ich bloß ein paar Worte mit Ihnen reden kann. Aber das bringt doch nichts. Ich will keinen Ärger mit niemandem. Ja, und Sie? Freuen Sie einen nicht, wenn ich komme? Das sollten Sie mir jetzt lieber nicht fragen. Markus, wo bleibst du denn? Der Thomas ist schon lange in der Stumm drüben und macht Brotzeit. Ja, ich hab mir mein Brotzeit gleich selber geholt, ja. Ach, schau her, das ist ja ganz was Neues. Ja, kommst du jetzt oder nicht? Logisch, komm ich. War ja sowieso gerade dabei. Ach, Fräulein Katja. Ich glaub zwar nicht, dass ich's einen extra sagen muss, aber das passt mir nicht, dass der Markus neuerdings nur noch durch den Laden zu mir kommt, ja? Haben wir schon. Ja, aber ich kann ihn doch nicht rausschmeißen. Und ich will es auch gar nicht. Wirklich, Frau Birnstingl, Sie dürfen es mir glauben. Zuerst habe ich mit meiner Schwägerin geredet, wie beeindruckend ich von ihrer unaufdringlichen Eleganz bin. Ja, ja, ich kaufe in einem guten Haus, gell? Da verkehrt nur exklusives Publikum. Sie meinen wohl exklusiv? Ja, natürlich. So. Und da dürfen Sie so ohne weiteres nein. Schöne Gott, Fräulein Katja. Ist gut, Frau Birnstingl. Und frische Weißwürst. Also, wenn man um diese Zeit daherkommt, dann sind selbst unsere Weißwürst nicht mehr so jungfräulich wie ich. Fräulein Leni. Tut mir leid, die Weißwürst sind schon aus. Ach, das macht doch nichts, dann holen wir morgen auch, gell? Das ist aber, nicht klar. Aber was ich Ihnen fragen will, sagen Sie mal, haben Sie die junge Frau Doktor gesehen vom Doktor Unrat? Also, was die für Rockel hat, also direkt ausgeschammt kurz. Ja. Fast schon an der Schmerzgrenze, ja. Gell? Also, ich sag ja allerweil, dass das irgendwo... Grüß Gott, die Damen. Herr Doktor? Ja, grüß Gott, Herr Dr. Unrat. Herr Doktor, grüß Sie, gut. Grüß Gott. Mei, gerade haben wir von Ihrer Gattin geredet, gell, so ganz beiläufig. Ja, ja. Ja, aber sie für eine nette und angenehme Person ist, gell. Ja, ja, danke. Meine Gattin ist heute in der Stadt und ich hätte ganz gerne... Ja, und so nett und dezent, wie sie immer gekleidet ist, gell, mit den kurzen Rockerlin, ja, ja. Richtig lieb. Ja, also Sie müssen nur aufpassen, dass Sie keinen Katar nicht kriegen.
Was darf es sein, Herr Doktor? Bitte geben Sie mir... Ja, also ich hab's dann. Wiederschauen. Wiederschauen, Herr Doktor. Ich werde Sie dann demnächst kollidieren, gell? Wiederschauen. Demnächst kollidieren. Der fällt doch nichts. Die ist ja bloß neugierig, ne? Bitte, Fräulein, geben Sie mir 100 Gramm Salami, schön fein aufgeschnitten. Gerne, ja, haben wir schon. Was, 100 Gramm? Ja, sagen Sie mal, wer weiß denn da mit einer ganzen Stange? Das ist ein Sonderangebot aus Ungarn. Also so ein Drum kriegen Sie nie mehr so günstig. Fräulein Leni, bitteschön, lass es doch mich bedienen, wenn der Herr Doktor nicht mehr will. Sagen Sie mal, verkaufen Sie die Salami nur am laufenden Meter. Wissen Sie, ich brauche wirklich nicht mehr. Nicht meine Frau mag sie nicht und ich esse nicht so viel. Ja, was müssen nur weg? Ja, da schauen Sie mal her. Ja, wie wär's mit einer Gelbwurst? Schauen Sie her, wie schön gackelgelb diese Gelbwurst ist, ja. Wissen Sie, wenn ich Gelbwurst kaufe, ja, dann sicher nicht, weil sie so schön gackelgelb ist, wie Sie so sagen, aber nur, weil sie schmeckt. Aber ich mag keine Gelbwurst. Danke. Ja, dann halt nicht. Dass man du für ja höflich zur Kundschaft bist. Sie müssen schon entschuldigen, Herr Doktor, aber das Fräulein Leni hat ein bisschen einen seltsamen Humor. Oh ja, gewissermaßen etwas gewöhnungsbedürftig, nicht? Wissen Sie, Fräulein, ich habe noch nie Gelbwurst gegessen. Ich hasse Gelbwurst. Mit was kann ich dann dienen? Geben Sie mir ein halbes Pfund Gelbwurst. Das ist eine Sauarbeit mit dem Motorrad. Aber er frei macht und heute Abend noch geht's los. Was geht los? Wo geht's los? Oh, Lenz, ich hab dich gar nicht gesehen. Das ist mein Schicksal, dass ich ihn übersehen werde. Ja, das schnappst du gut. Da sag mal, wo sind denn die anderen alle? Ja, wenn ich richtig informiert bin, was der Bürgermeister alle zum Unterwirt abgezogen. Tschö. Das heißt, du wirst quasi unterwandert, wenn du das verstehst. Ich sag nur Tankstelle. Ach so, auf die Art und Weise möchte er mich klein kriegen. Da kennt er einen Stangelwirt noch nicht. Wenn es noch lange einen Stangelwirt gibt, was? Ich glaub, du kennst den Bürgermeister nicht. Hm? Was schaust denn du überhaupt aus? Hm? Hast denn du im Dreck umeinander batzelt? Das erzähl ich dir ein anderes Mal. So, Weibele, wann gibt's denn Abendessen? Herrschaft, nein, in einer halben Stunde. Seid ihr nicht schon wieder so zwider mit mir? Ah, lass mir doch mal Ruhe. Aber der Ton, der kommt mir sehr vertraut vor. Bloß, weil ich ein bisschen Motorrad fahren will. Weiber. Halt, wart. Was willst du? Ah, der hat doch eh den Vogel. Hat der. In der Wirtschaft, da gefällt's mir nicht mehr. Ich geh heim. Also, führt euch gut alle miteinander. Dammel, habe ich. Lorenz, führt dich. Guten Abend. Du, Katja, hast du ein bisschen Zeit für mich? Du hast doch schon Feierabend. Ach komm, bitte, Thomas, lass mich heim. Ich bin wirklich wert. Ja, eben. Drum bist du jetzt schön brav und ruhst dich aus. Hey, Thomas, was tust denn da? Was glaubst denn du, wenn da jemand kommt? Ja, und? Du, ich bin vollkommen frei und ungebunden. Im Gegensatz zu Markus. Du, deine Anspielungen, die kannst du sparen. Ich hab mit dem Markus so wenig zu tun, als ich je mit dir zu tun haben werd. Streng dich nicht an. Wenn die ich einmal festhält, dann lass er dich nicht mehr aus. Jetzt, Katja, versetz dich doch einmal in meine dramatische Lage. Ich hab schreckliche Monate von Enthaltsamkeit hinter mir, wo ich beim Bund war. Und du wirst mich doch in der Blüte meiner Männlichkeit nicht verkümmern lassen. Du bist wirklich so schlimm wie der Ruf, ha? Viel schlimmer. Bei dir fällt es einem schwer, dass man der Bäs ist. Das weiß ich. Und deswegen gibt's mir jetzt ein Puzzle. Na, was fällt dir denn ein? Sag einmal, wer glaubst denn du, wer ich bin? Ich sag das. Ein ganz liebes, hübsches, von Kopf bis zu die Füße zuckriges Mädel. Mm. Ach doch, schau her. Das Fräulein Katja macht schon Überstunden. Lieber Himi, der Tisch schon zwei in der Früh und der ist halb noch nicht daheim. Wo treibt er sich denn rum, der Mensch, mitten in der Nacht mit seinem Motorrad? Na, glaubst du das? Ich krieg noch bald einen Nervenzusammenbruch. Geht doch dieser hinterlistige Mensch mit mir ins Bett. Wart, bis ich schlafe und verschwind dann. Wer weiß, wie lange dieses schändliche Spiel mit mir schon treibt. Ich lieg ahnungslos neben ihm. Er ist gar nicht da.
Und mich liegt jetzt schon im Straßengraben drin oder bei einer anderen. Schnee. Freilich, am Motor abstellen und dann das Motorrad an den Hof reichen. Gar nicht dumm. Ja. Jetzt habe ich einen furchtbaren Durchschlag. Oh, ich fühle mich gleich um 22, drei Vierteljahre jünger. Aber wenn wir heute beim Stangl werden, ja, beim Stangl werden, da ist. Ja, weil, warum schlafst denn du nicht? Das frage ich dich auch. Wieso bist denn du nicht im Bett? Das frage ich dich auch. Hört sich das für eine Frau in deinem Alten, die Wirtshäuser rumhocken? Ich bin entsetzt, dass das weißt. Ich auch. Peter, lügen jetzt nimmer an. Nimmer nach so vielen Jahren Ehe. Wo warst du? Wo kommst du her? Wo ich war, da komm ich her. Das ist deine dummen, ausgeleierten Witze. Schau, Peter, wir haben doch bis jetzt sowieso gut gelebt miteinander. Ja. Und jetzt auf deine alten Tage machst du mir das Leben noch mal so schwer. Du machst das Leben selber schwer. Wieso schlafst denn du nicht? Du machst mich wahnsinnig. Im Hof draußen kannst du dein Bett zusammensuchen, dass du das weißt. Bleib einmal sitzen. Ich hab zwar versprochen, dass ich niemand etwas sage, aber nachdem das solche Formen annimmt, muss ich mein Gelübde brechen. Und ich habe mich fest auf deinen Schlaf verlassen. Ne? Gut. Was macht's denn ihr da? Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht. Dann müsst ihr euch mitten bei der Nacht in die Wirtsstube hocken. Am Tag haben wir keine Zeit dazu. Was willst du? Mama, ist was? Nein. Na, ich weiß nicht. Na ja, ich hab halt von meinem Fenster aus ein Licht gesehen, da herin, und wollte es auslöschen. Mach's aus und drück dich. Mach es aus und drück mich. Jetzt lass uns die Pfeilrad im Dunkeln da hocken. Hm? Also, ich höre. Also, Weiberlein, du weißt doch, wenn ich mein Motorrad in Schwung gebracht habe, möchte ich doch auch damit fahren. Das ist doch ganz logisch. Mitten in der Nacht? Na ja, du darfst es niemand sagen, gell, sonst ist der Teufel los. Ich hab die Silvia von der Disco abgeholt. Gar nicht einmal so schlecht. Einen Sound haben die drauf, mein Lieber. Da ziehst du deine Zucken aus. Dass ich mal rauskomme, haben wir einen mittleren Gehörschaden. Was hast du? Na ja, ich wollte halt wissen, dass das Mädel gut heimkommt. Und ein gutes Werk habe ich doch auch getan. Ne? So ist richtig. Der Stangewirt treibt sie mit seiner Enkeltochter in der Disco rum. Jetzt haben die Leute wenigstens wieder ein Gesprächsthema. Ja. Ich bin nur so froh, dass du bloß in der Disco warst. No. Ja, hast denn du was anderes geglaubt? Ja. Was? Weiberlein, geh auf. Da bin ich schon viel zu alt geworden. Leider. Ja, weiter, Weibe. Geh mal ins Peterli, hä? Komm, ab. Schöne Leute. Lass das schnell den Knopf da vom Katzenfell aufmachen. Nein, lass das. Mir ist sowieso ein bisschen kalt und heute Nacht brauche ich sehr viel Wärme. Okay. Hm? Da brauchst du kein Katzenfell, du hast doch mich. Ich war, nein, genau, komm, weil ich bin ein Spiegel. Ja, jetzt. Nächste Zeit, gell. Jetzt ging mein. Heute wär's nur Zinsi, heute wär's nur lustig. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Schau, Weiberlein, und jetzt ist genau der richtige Moment, dass ich dir sagen kann, dass ich mit dem Stefan nach Kanada schwimme. Was willst du? Du willst nach Kanada? Du gehst jetzt nach Hause, dann verbringst du den Rest deiner Nächte auf der Wirtshausbank. Ja, aber schau, ich hab doch den richtigen Moment abgewartet. Und das ist dir auch großartig gelungen. Ein ruhiges Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.